Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute eine Frage von Ingo. Und Ingo möchte was zum Thema Osutsu wissen. Osutsu ist der Teil des Koi, der am Ende der Rückenflosse beginnt und mit dem Beginn der Schwanzflosse aufhört. Also der berüchtigte Schwanzansatz. Hallo, liebes Konishi-Team. Bei vielen Bildern von Tosai, die mit gutem Wachstum deklariert werden, sieht es so aus, als ob der Osutsu recht kurz ist. Die Dicke ist je nachdem schon zu sehen. Bilder von Nissan mit guten Wachstumsprognosen haben meist einen längeren Osutsu. Jetzt würde mich interessieren, ob der Osutsu sich im Wachstum noch verändert. Von Tosai zu Nissan Sansai. Gruß, schönen Gruß, Ingo. Ja, Ingo, also zunächst einmal ganz klar, ein Osutsu sollte lang sein, er sollte breit sein und er sollte auch hoch sein. Das sind die drei Kriterien, die für einen Koi mit sehr gutem Wachstumspotenzial eigentlich erfüllt sein müssen. Sind sie das nicht, wird sich das zwangsläufig in mehr oder weniger schlechterem Wachstum niederschlagen im Vergleich zu Geschwistern, die einen längeren, einen breiteren und einen höheren Osutsu besitzen. Aber, und das ist das ganz Wichtige, das sind natürlich immer Dinge, wo auch Blutlinien spezifisch sind. Also es gibt gewisse Blutlinien, die haben einfach einen kürzeren Osutsu als andere Blutlinien, die haben einen schmäleren Osutsu oder die haben auch einen weniger hohen Osutsu. So, also muss man so eine Betrachtungsweise eigentlich immer, man kann jetzt also nicht frei sagen, dieser Koi hat einen schlechten Osutsu, sondern man müsste dann auch die Geschwister sehen, die einen vermeintlich besseren haben und wo sich in der Blutlinie in der Vergangenheit gezeigt haben, dass die, die einen besseren hatten, auch tatsächlich besser gewachsen sind. Und jetzt ist eins noch ganz wichtig, also man hat in Japan bei vielen, vielen Blutlinien beobachtet und man kennt die Blutlinien auch, dass wenn die Blutlinien vom Blut zu eng werden, wenn also immer mehr und mehr Geschwisterverpaarungen oder nahe Verwandtschaftsverpaarungen vorgenommen werden, dass sich das ganz häufig in einem zu kurzen Osutsu niederschlagen. Also wenn jetzt eine Blutlinie eigentlich typisch oder wenn eine Blutlinie dafür steht, dass sie einen kurzen, schlanken und wenig hohen Osutsu hat, dann kann man eigentlich fast schon davon ausgehen, dass das eine sehr eng gezüchtete Blutlinie ist. Und bei den sehr eng gezüchteten Blutlinien ist es mitunter auch so, dass die Anzahl der Koi, die jetzt wirklich auf gigantische Größe wachsen, in der Regel geringer ist, als bei den Blutlinien, wo das nicht der Fall ist, wenn die Blutlinien einfach noch weiter auseinander sind. Aber das ist wichtig zu wissen. Und der Osutsu muss man aber auch aufpassen, wenn man Bilder anschaut. Und das hat jetzt mit der Perspektive der Kamera zu tun. Wenn ich jetzt einen Koi direkt von oben fotografiere, wirkt der Osutsu immer länger. Also das ist rein von der Optik, vom Objektiv der Kamera abhängig. Und würde ich jetzt beispielsweise einen Koi mit einem sehr flachen Winkel fotografieren, mit einem sehr spitzen Winkel fotografieren, dann hat das zur Folge, dass der Osutsu kurz wird. Also man sollte, wenn man das über Bilder beurteilt, sollte man auch bedenken oder sollte man mal schauen, aus welchem Winkel wurde der Koi eigentlich fotografiert. Und so ist die Betrachtung des Osutsu rein nach dem Bild oder die Bewertung des Osutsu rein nach dem Bild eigentlich eine eher schwierige Geschichte. Aber wenn man den Koi jetzt vor sich in der Wanne stehen hat, lang, breit und hoch, das sind die drei Kriterien, die eigentlich dafür sprechen, dass zumindest von der Körperregion her grünes Licht für gutes, schnelles Wachstum gegeben ist. Aber man muss natürlich auch alle anderen Faktoren mit einbeziehen. Wenn jetzt der Osutsu lang, breit und hoch ist, aber der Kopf kurz und spitz oder rund, dann nützt der ganze Osutsu nichts. Dann wird der Koi in der Regel nicht sonderlich gut wachsen. So, ach, und deine eigentliche Frage habe ich noch gar nicht beantwortet. Verändert sich das im Laufe des Lebens? Ja, das kann sich verändern. Und als wir mal zum Thema Wachstum und Wachstumspotenzial von Koi in Japan einige Blogs aufgenommen haben, da habe ich das auch gesagt, da habe ich mich vorher lange mit Konishi und Makoto unterhalten. Und dann hat Konishi gesagt, insbesondere vom ersten aufs zweite Jahr können sich die Körperformen von Koi massiv verändern. Also da kann es durchaus sein, dass ein etwas kürzer wirkender Osutsu, der nicht so breit und nicht so hoch ist, dass der ein Jahr später wieder ganz normal erscheint oder eine Kopfform, die vielleicht beim Tosai noch etwas spitz wirkt, dass mit dem Wachstum, wenn der Kopf auseinandergeht, dass er auf dem Zweijährigen dann ganz anders aussieht. Aber diese Prozesse der Veränderung, der natürlichen Veränderung, die lassen nach, je älter ein Fisch wird. Und ich muss heute aus meiner Erfahrung sagen, ich fotografiere ja jedes Jahr alle Nissai, Sansai und älteren Koi auf der Konishi Koi Farm. Ich habe es nur sehr, sehr selten, wenn überhaupt, weiß ich nicht, erlebt, dass jetzt wirklich ein Nissai, der eine schlechte Körperform hatte, was die gängigen Kriterien angeht, dass der dann als dreijähriger Fisch wirklich herausgestochen ist und alle gesagt haben, wow, und jetzt gehört er zu den Besten. Also das ist so
auch nicht mehr möglich. So, Ingo, vielen Dank für deine Frage und mach's gut. Ciao.